Zunächst mal alles Gute zum neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht. Wir befinden uns heute hier in Rio an der Copacabana. Ja, und wir beschäftigen uns heute mit einem Januar-Thema, und zwar mit Vorsätzen. Und ich gebe Ihnen an die Hand, warum das ich viel von Vorsätzen halte und wie man das noch viel, viel besser machen kann, damit auch dieses Jahr das Beste Ihres Lebens sein wird. Dann sehen wir uns mal ganz tolle Impression hier von der Copacabana an und Sie fangen, wie Sie noch viel mehr solche Tipps erhalten. Ja, warum halte ich persönlich nicht wirklich viel von Vorsätzen? Der Fehler steckt bereits im System. Wann macht man sich Vorsätze? Ja, immer am Anfang des Jahres, weil eben dann der 1. Januar ist und weil das alte Jahr vorbei ist und das neue soll dann halt besser sein. Ist ja grundsätzlich auch nichts verkehrt und ist sicherlich noch besser, als wenn man gar nichts macht, wenn man sich gar keine Ziele setzt und gar nicht schaut, dass man irgendwas im Leben dann verbessert. Das Problem ist einfach nur, dass man die Vorsätze daran koppelt, naja, es hat jetzt ein neues Jahr begonnen. Das heißt, es ist eine extrinsische Motivation, die von außen kommt und nicht von innen, weil ich selber klare Ziele habe, weiß, was ich wirklich will und es mir letztendlich auch egal ist, ob der 1. Januar ist, der 12. Mai oder der 24. Dezember, weil ich an meinen Zielen arbeite und nicht bevor ich das umsetze, werde ich damit aufhören. Beziehungsweise bevor ich das erreiche, werde ich nicht damit aufhören. So hat zum Beispiel Arnold Schwarzenegger gemacht. Er ist auch schon mal Weihnachten dann in das Fitnessstudio eingebrochen, um sich nicht seinen Traum von der Bodybuilding-Karriere und der stärkste und beste Bodybuilder der Welt zu sein, abhalten wollte. Und ich weiß, Sie sehen mich auch immer von interessanten, faszinierenden Plätzen etc., wo ich mich auch immer wieder gerne für Sie melde. Aber wissen Sie was, was dem hervorgegangen ist? Viele Jahre harte Arbeit. Die Klarheit, sich immer wieder neu überlegen, was will ich eigentlich wirklich im Leben und dann eben auch wirklich was dafür zu tun. Ständig und ständig und weiter. Das ist die harte Arbeit übrigens, die man dahinter nicht sieht. Und das ist auch der Preis, den man dafür bezahlen muss. Und für Erfolg zahlt man einen Preis. Auch diejenigen, die dann vielleicht schon gewisse Dinge erreicht haben, die sie gerne haben möchten. Ja, so viel heute hier von der Copacabana. Jetzt sehen wir mal ganz tolle Impressionen an, damit wir gemeinsam noch viel mehr finanzielle Freiheit leben. Und wenn Sie die Videos noch nicht regelmäßig erhalten, dann klicken Sie unterhalb des Videos, dann gehört Ihre E-Mail-Adresse ein, auf jetzt eintragen. Und es ist ein kleiner Schritt für Sie, aber ein großer Schritt, Ihre finanzielle Freiheit zu leben. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit, verwirklichen Sie Ihre Lebensträume. Bis nächsten Freitag. Ich lasse mir wieder was Tolles für Sie einfallen. Ihr Thorsten Wittmann. Mitmachen, anmelden bei Thorsten Wittmann, was Besseres kann einem nicht passieren.